In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Hinterachse des Porsche Cayenne 958. Bitte halten Sie sich strikt an die im Film gezeigten Anweisungen. Luftfedermodule sollten stets paarweise getauscht werden. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern, sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Messen Sie die Länge des Bilstein-Luftfedermoduls und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Mindestlänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Deaktivieren Sie die Niveauregulierung. Das Fahrzeug befindet sich nun im Wagenhebermodus. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Kontrollieren Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Achten Sie hierbei besonders auf die Fahrwerklagerungen. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Senken Sie das Fahrzeug auf Arbeitshöhe ab und entnehmen Sie den Kofferraumboden und die darunterliegenden Abdämpfungen. Demontieren Sie die Seitenleiste im Kofferraum. Demontieren Sie die Räder. Trennen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung am Luftfedermodul und überprüfen Sie die Leitung und Steckverbindung auf eventuelle Schäden. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Demontieren Sie die untere Befestigungsschraube am Luftfedermodul. Sichern Sie das Luftfedermodul fachgerecht gegen Herausfallen und demontieren Sie erst dann die obere Befestigung. Das Luftfedermodul kann nun nach unten entnommen werden. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Alle beweglichen fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen an Lagerungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen. Demontieren Sie die Halterung der elektronischen Leitung am alten Luftfedermodul und montieren Sie diese am neuen Modul. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein. Montieren Sie zuerst die oberen Befestigungsschrauben und anschließend die untere Schraube. Beachten Sie unbedingt die Herstellervorgaben, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern, sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Hersteller vorgegebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu drehen oder zu quetschen. Verbinden Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung am Luftfedermodul.
Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Herstellervorgaben. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Deaktivieren Sie den Wagenhebermodus. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß oder auf den Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Montieren Sie die Seitenleiste, die Abdämpfung und den Boden im Kofferraum. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Herstellers. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.